Der Fahrlehrer Erich Huller wird beschuldigt, während einer Fahrstunde eingeschlafen zu sein. Dabei kam es zu einem Unfall. Seine Fahrschülerin Franziska Weppe ist seither querschnittsgelähmt. Es verhandelt die Strafsache gegen Erich Huller, das sind Sie. Ja. Und zwar wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und fahrlässiger Körperverletzung. Die Anklage wird vertreten von Frau Staatsanwältin Langenfeld und da ist Ihre Verteidigerin, ist erschienen Frau Rechtsanwältin Lang. Genau. Herr Huller, nehmen Sie doch bitte zunächst in der Mitte Platz. Zunächst zu Ihren Personalien. Sie heißen Erich Huller, ja. Sind geboren am 13. Juli 1951 und leben in Münster. Ja. Ihr Familienstand? Ist ledig. Ledig. Von Beruf sind Sie Fahrlehrer? Ja. Ja. Was gehört die Fahrschule Huller. Ja. Was verdienen Sie da im Monat? Etwa 8.000 Mark. Netto? Netto. Netto, also gut 4.000 Euro. Vorbestraft? Etwa. Nein. Sind Sie nicht Bundeszentralregister ohne Eintrag. Frau Staatsanwältin, dann bitte ich um Verlesung der Anklageschrift. Die Staatsanwaltschaft legt aufgrund ihrer Ermittlungen dem Angeklagten folgenden Sachverhalt zur Last. Am 27.07.2001 gegen 16 Uhr übersah die Fahrschülerin des Angeklagten, Franziska Weppe, während einer Fahrstunde beim Einfahren in die vorfahrtsberechtigte Hammerstraße ein von links kommendes Fahrzeug und fuhr schließlich, um diesem Fahrzeug auszuweichen, an einen sich neben der Kreuzung befindlichen Baum. Franziska Weppe ist seit diesem Unfall querschnittsgelähmt. Bei Anwendung der erforderlichen und auch zumutbaren Sorgfaltspflichten hätte der Angeklagte den Unfall und die dabei eingetretenen Folgen vorhersehen und vermeiden können. Die Voraussetzungen für die Entziehung der Fahrerlaubnis und Einziehung des Führerscheins liegen vor. Der Angeklagte wird somit beschuldigt, einer fahrlässigen Gefährdung des Straßenverkehrs in Tateinheit mit einer fahrlässigen Körperverletzung gemäß der Paragraphen 229, 230, 315c Absatz 1, b Absatz 3 Nummer 2, 52, 69, 69a StGB. Danke, Frau Staatsanwältin. Frau Verteidigerin, steht Ihr Mandanten frei, Angaben zu machen? Will er sich äußern? Selbstverständlich, ja. Herr Huller, dann erzählen Sie mal. Ja, ich habe also diese besagte Fahrschule mit Frau Weppe abgehalten am 27. Juli, wobei Frau Weppe ein Vorfahrtsschild übersehen hat. Ich habe sofort die Situation begriffen und auf die Bremse getreten. Das heißt, die Bremse hat aber nicht gegriffen. Daraufhin hat Frau Weppe versucht, einem vorfahrtsberechtigten Auto auszuweichen, hat dann aber das Auto gegen einen Baum gesetzt. Und Sie selbst sind dabei unverletzt geblieben? Gott sei Dank, ja. Ja. Können Sie uns noch erklären, in welcher Weise diese Bremse versagt hat und welche Bremse das ist? Ja, es ist also die Lehrerbremse, die Fußbremse, die in jedem Fahrschulauto angebracht ist, damit also verhindert werden kann, dass die Fahrschülerin einen Fehler macht und der Fahrlehrer entsprechend korrigierend eingreifen kann. Das habe ich also getan, auf die Bremse getreten, aber leider ins Leere. Ich habe bis zum Anschlag durchgetreten, aber wie gesagt, die Bremse hat nicht gegriffen. Was sagen Sie eigentlich zu dem Vorwurf, also der steht ja hier so im Raum, dass Sie eingeschlafen sind? Ach, das ist doch einfach lächerlich. Das ist an den Haaren herbeigezogen. Was war denn im Anschluss an diesen Unfall? Ja, wir beide sind ausgestiegen. Frau Weppe war ja Gott sei Dank zumindest optisch nicht verletzt, wie ich ja auch nicht. Und ich habe mir den Schaden angesehen und dabei festgestellt, dass der Wagen also abgeschleppt werden musste. Das heißt, ich habe meine Werkstatt angerufen und die sind dann gekommen und haben den Wagen abgeschleppt. Herr Huller, haben Sie mit der Frau Weppe über die defekten Bremsen gesprochen? Das weiß ich nicht mehr so genau. Schließlich standen wir ja unter Schock. Versuchen Sie sich mal zu erinnern. Ja, wir standen ja aber doch unter Schock. Das kann ich mir nicht so genau sagen. Bleiben Sie ganz ruhig, sondern erzählen Sie das, woran Sie sich erinnern, ja? Der Werkstatt haben Sie den Auftrag gegeben, nach den Bremsen zu schauen. Ja, ich bin dann in die Werkstatt am Nachmittag gegangen und habe mit meinem Mechaniker den Schaden mir angesehen, ihn darauf hingewiesen, dass die Bremsen wohl nicht richtig funktioniert haben. Und ich habe ihn dann gebeten, die Bremsen auch zu richten. Naja, was mich ja etwas wundert, warum hatten Sie es denn so eilig, den Wagen sofort reparieren zu lassen? Frau Staatsanwältin, es ist doch so, ich habe eine renommierte Fahrschule mit vielen Filialen und da musste auch jederzeit der komplette Fahrpark zur Verfügung stehen. Mhm. Ich kann mir also nicht erlauben, auch nur einen Tag ein Auto nicht
parat zu halten. Ich habe viele Fahrschüler, die die Termine ja lange im Voraus gebucht haben. Und insofern muss ich jede Stunde erfüllen. Ja. Dann liegt das eigentlich auf der Hand. Weitere Fragen an den Angeklagten ihrerseits? Keine. Ja. Nehmen Sie bitte wieder neben Ihrer Verteidigerin Platz. Wir treten in die Beweisaufnahme ein. Herr Seelhoff, bitte als erstes die Zeugin Franziska Weppe. Zeugin Weppe, bitte. Sie warten sicher, denke ich, bis wir die Frau Weppe nicht mehr benötigen. Ja. Mhm. Ja. Bitte, nehmen Sie irgendwo hinten Platz. Da ist auch ein Stuhl frei. Sie wissen, dass man als Zeuge die Wahrheit sagen muss vor Gericht. Ja. Es könnte auch sein, dass Sie vereidigt werden. Sie heißen Franziska Weppe. Sie sind 18 Jahre alt. Ja. Sie leben in Münster. Sie sind ledig, denke ich. Ja. Sie sind noch Schülerin und mit dem Angeklagten nicht verwandt oder verschwägert. Na. Ja, es geht um Ihren Unfall. Dann schildern Sie uns bitte mal, was da vorgefallen ist. Ja, das war dieser Freitag, der 27. Juli. Ja, ich bin pünktlich um 15 Uhr an der Fahrschule angekommen und wir sind dann auch gleich losgefahren. Ja, doch Herr Hula war an diesem Tag irgendwie so komisch. Frau Weppe, was heißt komisch? Was meinen Sie genau damit? Ja, er wirkt irgendwie müde und abgespannt und außerdem hatte ich den Eindruck, als wenn er eine leichte Fahne hätte. Mhm. Und er ist auch mal wieder eingenickt. Sie sagen also, Herr Huller ist während der Fahrstunde eingeschlafen? Ja, zumindest hat er die Augen geschlossen und ich habe ihn dann versucht aufzuwecken, habe ihm laute Fragen gestellt und ein Gespräch verwickelt. Also jetzt schildern Sie bitte mal, wie es dann zu diesem Unfall überhaupt kam. Ich habe wohl ein Vorfahrtsschild übersehen und bin dann in diese Kreuzung reingefahren. Von links kam plötzlich ein Auto angeschossen. Ich versuchte noch ganz schnell auszuweichen und bin aber dann gegen diesen Baum gefahren. Haben Sie denn vor dem Unfall irgendwann bemerkt, dass mit der Bremse von Herrn Huller irgendwas nicht stimmt? Nee, wie denn? Ich meine, der hat sie da vorher noch nie benutzen müssen. Also vorher war kein Anlass, die Bremse zu benutzen? Nein. Was glauben Sie, warum hat er nicht gebremst? Ja, also kurz bevor der Unfall geschah, habe ich noch mal zu ihm rübergeschaut. Und da hat er seine Augen geschlossen. Und als ich wieder aber nach vorne blickte, war es auch schon zu spät. Dann versuchte ich nur noch ganz schnell auszuweichen. Frau Weppe, Sie sind nach dem Unfall aber nicht direkt zur Polizei gegangen. Nein. Erst eine Woche später dann. Warum eigentlich? Ja, weil Herr Hula hat gesagt, dass, also wenn ich jetzt zur Polizei gehe, dass ich nicht mehr die Führerscheinprüfung machen kann. Und außerdem, dass wir uns nichts passiert sein. Ich hatte ja auch am Anfang nichts. Doch nach ein paar Tagen wurden meine Rückenschmerzen immer stärker. Ja, und nach 4 Tagen bin ich dann auch zum Arzt gegangen und der konnte aber am Anfang auch nichts feststellen. Er hat mich geröntgt und mir auch starke Schmerztabletten gegeben. Ja, und zu der Lähmung kam es dann, weil sich ein Knochensplitter in mein Rückenmark gebohrt hat. Und auf einmal konnte ich mich nicht mehr bewegen. Also wir wissen auch, ich habe ein Gutachten, das zur Verlesung kommt, Sie sind jetzt auf Dauer querschnittsgelähmt. Ja. Kommt auszugsweise zur Verlesung ärztliches Gutachten der Uniklinik Münster. 3 Tage nach einem Verkehrsunfall sucht die Patientin wegen zunehmender Rückenschmerzen den Arzt auf. Bei körperlicher Untersuchung regelrechter neurologischer Befund, insbesondere bezüglich Motorik, Sensibilität und Reflexe der unteren Extremität. Röntgen der Wirbelsäule ohne Hinweis auf Fraktur. Daher zunächst symptomatische Therapie der Rückenbeschwerden mit Salbe- und Wärmebehandlung. Wenige Tage später, vermutlich im Zusammenhang mit dem Heben einer schweren Last, akute Querschnittssymptomatik, sofortige Klinikeinweisung, Computertomographie. Dabei Darstellung einer Wirbelfraktur Brustwirbelkörper 9 mit Kompression des Rückenmarks. Umgehende neurochirurgische Versorgung ohne Besserung der Symptomatik. 28 Tage Klinikaufenthalt. Und hier stehen Sie, waren dann noch 3 Monate Rehabilitation. Ja. Ja. Noch Fragen an die Zeugin? Keine weiteren. Bleibt die Zeugin als Geschädigte nach 61 Ziffer 2 StPO unbeeidigt. Herzlichen Dank. Herr Seelhoff, bitte als nächstes den Herrn Sachverständigen Bussmann. Der Zeuge Bussmann, bitte. Herr Bussmann, nehmen Sie bitte hier vorne Platz. Sie wissen ja, dass Sie Ihr Gutachten unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstatten müssen. Zunächst Ihr Personal, bitte. Wilhelm Bussmann, Sie sind 56 Jahre alt, Sie leben in Münster und Sie sind öffentlich vereidigter Kfz-Sachverständiger. Ja, das ist richtig. Sie haben diesen Unfallwagen des Herrn Huller sich dann angesehen, Sie haben den untersucht und Sie haben auch
die Bremsen untersucht. Können Sie was über die Bremsen auf der Beifahrerseite sagen? Ja, nun, ich bekam den Wagen leider erst einige Tage nach dem Unfall zu sehen. Und zu diesem Zeitpunkt war die Reparatur fast vollständig vonstatten gegangen. Ich konnte also nicht mehr feststellen und erkennen, ob die Bremsen defekt waren oder nicht, vorher. Also, Sie können auch nicht sagen, ob sie zum Zeitpunkt des Unfalls in Ordnung waren. Nein, oder kann nicht. Kann ich nicht. Ist es denn überhaupt grundsätzlich möglich, dass auf der Fahrerseite die Bremse funktioniert und die auf der Beifahrerseite nicht? Beide Bremsen, sowohl die Bremse des Fahrlehrers als auch die des Schülers, sind durch ein Gestänge miteinander verbunden. Theoretisch kann dieses Gestänge brechen. Haben Sie das Gestänge denn untersucht? Aber selbstverständlich. Ja. Ich konnte nicht feststellen, dass irgendein Defekt an diesem Gestänge war. Und ich halte es auch für sehr unwahrscheinlich. Also Schweißspuren oder was frisch ausgetauscht? Schrauben, irgendwas Ausgetauschtes oder irgendwie? Nein, das auch konnte immer ich nicht feststellen. Mhm. Und ich darf noch darauf hinweisen, dass bei Fahrschulautos eine regelmäßige Inspektion passiert und sie sehr genau überprüft werden. Sie sind also der Auffassung, dass die Bremsen auch während des Unfalls intakt waren? Für mich deutet heute nichts darauf hin, dass sie nicht intakt gewesen wären. Mhm. Herzlichen Dank. Dann nehmen Sie bitte hier hinten Platz. Herr Seelhoff, bitte als nächstes der Zeuge Carsten Bauer. Zeuge Bauer, bitte. Herr Bauer, nehmen Sie bitte hier vorne Platz. Als Zeuge vor Gericht muss man die Wahrheit sagen. Sie könnten auch vereidigt werden. Nehmen Sie doch Platz, bitte. Zunächst bräuchte ich Ihre Personalien. Sie heißen Carsten Bauer, sind 40 Jahre alt, Sie sind in Marburg geboren und Sie leben in Münster und von Beruf Automechaniker. Sie müssen noch mal einen Aufzug entschuldigen. Ja. Ich komme gerade aus der Werkstatt. Angestellt oder selbstständig? Ich bin selbstständig. Sie sind selbstständig. Und ledig oder verheiratet? Verheiratet. Verheiratet mit dem Angeklagten, nicht verwandt oder verschwägert? Nein, bin ich nicht. Sie haben nach dem Unfall das Fahrzeug des Herrn Huller abgeschleppt und dann auch repariert? Ja, das ist richtig. Ja. Was genau haben Sie denn repariert an dem Fahrzeug? Ja, alles, was kaputt war, da war ja ziemlich viel kaputt. Ja, dann erklären Sie uns bitte mal, was kaputt war. Ja, die ganze Fahrerseite. Und die Beifahrerseite, wie sah die aus? Die war nicht so viel beschädigt, weil da hat der Huller echt Glück gehabt. Also, was heißt nicht so beschädigt? Also da war nichts dran. Mhm. Hat er Ihnen denn noch irgendwelche speziellen Anweisungen gegeben, irgendwie besondere Schäden, die über die Unfallschäden vielleicht herausgingen? Er hat gesagt, dass mit den Bremsen was nicht stimmt und ich soll das gleich mit reparieren und nachschauen. Und was war dann mit den Bremsen? Das war das Bremsgestänge gebrochen. Und das haben Sie repariert? Das habe ich repariert. Also der Sachverständige hat uns vorher erklärt, dass die Lehrerbremse mit der Schülerbremse verbunden ist und dass es eigentlich sehr unwahrscheinlich ist, dass das dann kaputt geht. Ja, es passiert selten, aber es kann schon vorkommen. Aha. Das war gebrochen? Es war gebrochen, das Bremsgestänge. Ja, und jetzt sagt unser Sachverständige auch, dass er da gar keine Reparaturspuren gefunden hätte. Da war keine Spur. Also ich glaube, dass Sie uns hier veräppeln, ja? Ich habe ja auch gebrauchte Teile genommen. Also, aber es wurden keine neuen, es wurde nichts eingebaut. Also wie soll man das verstehen? Es waren halt gebrauchte Teile. Was heißt gebrauchte Teile? Ja, ich mache ja viel Fahrschulautos. Ich mache den ganzen Fuhrpark von Herrn Huller. Haben Sie noch andere Auftraggeber in ähnlicher Größe? Ja, natürlich auch größer, aber Herr Huller ist halt der Größte. Kann es sein, dass der Herr Huller Sie hier unter Druck gesetzt hat, eine falsche Aussage zu machen? Vielleicht, möglicherweise hat er gesagt, dass er Ihnen die Aufträge entzieht oder irgendwelche sonstigen Konsequenzen kommen? Nein. Wie kommen Sie darauf? Es gibt doch naja, gar keinen Anlass. Das ist ja alles sehr unwahrscheinlich, was hier passiert. Ne? Also, wieso ich unwahrscheinlich? Verstehe ich gar nicht. Ja, haben Sie Fragen noch? Nein, keine Fragen. Keine Fragen. Herr Bauer, ist Ihnen bewusst, dass das schwerwiegende Folgen haben kann, wenn Sie hier nicht die Wahrheit sagen? Ich kann Sie vereidigen lassen. Und das kann dann eine Freiheitsstrafe nach sich ziehen, die nicht unter einem Jahr ist. Ja. Gut, ich bitte um die Vereidigung. Sie beantragen Vereidigung, nehmen wir zu Protokoll. Weise ich noch mal darauf hin, Mindeststrafe auf Meineid, ein Jahr Freiheitsstrafe. Wollen Sie den Eid mit oder ohne religiöse Beteuerung? Ohne. Ohne. Dann stehen Sie bitte alle auf. Sie heben die rechte Hand. Sie schwören, dass Sie nach bestem Gewissen die reine Wahrheit gesagt und nichts verschwiegen haben. Sprechen Sie mir nach. Ich schwöre es. Carsten, tu's nicht, bitte. Vielleicht setzen Sie sich alle einfach noch mal. Okay, ich will dann meine Aussage doch lieber ändern. Sie täten ganz gut daran, glaube ich, auf Ihre Ehefrau zu hören, wenn es da noch irgendeine Wahrheit gibt, die Sie uns nicht gesagt haben. Also raus damit. Der Herr Huller ist zu mir in die Werkstatt gekommen und
als ich den Wagen abgeschleppt habe und hat gesagt, ich könnte das doch sagen mit den Bremsen, weil das wäre ja nicht so schlimm. Und Sie haben nichts repariert an den Bremsen? Da war ja nichts kaputt. Du Idiot, lässt dich hier beeinflussen. Sie sind jetzt überhaupt nicht dran. Von wegen beeinflussen. Offensichtlich hatten Sie schon versucht zu beeinflussen. Aber jetzt nicht mehr. Also es war nichts kaputt an den Bremsen? Nein, es war nichts kaputt. Und warum um Gottes Willen haben Sie das dann hier behauptet? Nun, als ich den Wagen abgeschleppt hatte, ist der Huller zu mir in die Werkstatt gekommen und hat gesagt, ich muss doch froh sein, dass ich immer seine Wagen bekomme zu machen. Und ich könnte ja auch ein bisschen extra Geld gebrauchen. Und dann hat er mir ein Geld gegeben und ich habe es genommen. Und wie viel war das? 10.000 Mark. Herr Bauer, dann hat er Sie zur Falschaussage auch noch angestiftet. Ja. Mhm. Also, Herr Huller, das wird ja wohl auch noch ein Nachspiel haben, weil das ist die zweite Tat, die Sie jetzt gerade begangen haben. Noch Fragen an den Zeugen? Nein. Keine Fragen. Keine Fragen. Ich kann Ihnen nur sagen, Sie haben sehr gut daran getan, gerade noch im rechten Moment Ihre Aussage hier abzuändern. Vereidigung wird verzichtet, nehme ich an. Bleibt der Zeuge 61 Ziffer 5 StPO unbeeidigt. Nehmen Sie bitte hier hinten Platz. Mhm. Herr Huller, ich habe eigentlich schon noch eine ganz andere Frage. Haben Sie vielleicht ein Alkoholproblem? Wie kommen Sie darauf? Ja, weil es hier einmal zur Sprache kam, kann es sein, dass das ein Anlass war dafür, dass Sie müde waren. Also Schnaps ist Schnaps und Bier ist Bier. Also wenn ich Feierabend habe, will ich gar nicht abstreiten, dass ich mal ein Bierchen trinke oder auch einen klaren Korn hebe. Sie hatten aber nichts getrunken zu diesem Zeitpunkt? Nein. Ansonsten schließe ich die Beweisaufnahme. Frau Staatsanwältin, bitte. Hohes Gericht, Frau Verteidigerin. Die Beweisaufnahme hat ergeben, dass der Angeklagte den Unfall am 27.07.2001 gegen 16 Uhr durch einfaches Bremsen hätte vermeiden können. Das Opfer ist, wie wir gesehen haben und sehen, seitdem querschnittsgelähmt. Dadurch hat sich der Angeklagte der fahrlässigen Gefährdung des Straßenverkehrs in Tateinheit mit einer fahrlässigen Körperverletzung strafbar gemacht. Zur Strafzumessung. Zwar ist der Angeklagte nicht vorbestraft, aber dennoch hat er gleich die zweite Straftat hier begangen, sprich die Anstiftung des Zeugen Bauer. Es hätte ihm angesichts der schlimmen Folgen besser getan, sich bei dem Opfer zu entschuldigen, als noch weitere Straftaten zu begehen. Ich beantrage daher die Erziehung der Fahrerlaubnis, die Einziehung des Führerscheins und die Verurteilung zu einer Freiheitsstrafe von 2 Jahren. Danke. Danke, Frau Staatsanwältin. Frau Verteidigerin. Hohes Gericht, Frau Staatsanwältin. Herr Huller war an dem Tag des Unfalls übermüdet und gestresst. Er hat sich selber vollkommen falsch eingeschätzt. Er ist davon ausgegangen, alles ist wie immer. Das heißt, er hat sich nicht hinterfragt und hat sich überlegt, dass er eigentlich nicht mehr aufgrund seines Zustands in der Lage war, die Fahrstunde zu führen. Herr Huller ist aufgrund dieser Unachtsamkeit dafür verantwortlich, dass ein junges Mädchen ihr Leben im Rollstuhl verbringen muss. Auch mit dieser Schuld muss er leben und auch das ist eine Strafe. Allerdings, für mich stellt sich hier wirklich die Frage, warum ist die Zeugin Weppe nicht einfach ausgestiegen? Warum hat sie nicht gesagt, mit Ihnen fahre ich nicht, Sie schlafen hier ständig ein? Auch sie trägt Selbstverantwortung und hat auch eine Verantwortung dafür, dass es sozusagen zu diesem Unfall gekommen ist. Deshalb bitte ich um Milde, ja, und beantrage daher, den Herrn Huller zu einer Geldstrafe zu verurteilen. Die Höhe der Geldstrafe stelle ich in das Ermessen des Gerichtes. Vielen Dank. Danke, Frau Verteidigerin. Herr Huller, Sie haben selbst die Möglichkeit, sich zu verteidigen und Sie haben das letzte Wort. Ja, ich habe das alles nicht gewollt. Es tut mir sehr leid, was da passiert ist. Und wenn ich könnte, würde ich das Geschehen gerne nicht geschehen machen. Danke, dann unterbreche ich die Verhandlung kurz bis zur Verkündung eines Urteils. Sehen Sie gleich nach dem Urteil Quizfire mit Axel Schulz, Lou Richter, Ralf Morgenstern, Carsten Spengemann und Christine Neubauer. So, dann bitte ich aufzustehen. Im Namen des Volkes verkünde ich folgendes Urteil. Der Angeklagte Erich Huller ist schuldig der fahrlässigen Gefährdung des Straßenverkehrs in Tateinheit mit fahrlässiger Körperverletzung. § 315 klein c Absatz 1 Nummer 1 klein b Absatz 3 Nummer 2, 229, 230 und 52 Strafgesetzbuch. Er wird deshalb zu einer Freiheitsstrafe von 6 Monaten verurteilt. Die Vollstreckung wird zur Bewährung ausgesetzt. Dem Angeklagten wird die Fahrerlaubnis entzogen, Führerschein eingezogen. Verwaltungsbehörde darf vor Ablauf von 1 Jahr und 6 Monaten keine neue Fahrerlaubnis erteilen. Der Angeklagte trägt die Kosten des Verfahrens.
Im Fahrschulauto ist rechtlich der Fahrlehrer der Fahrzeugführer. Und wer ein Fahrzeug nicht führen kann, weil er wegen Alkohol oder Drogen oder Medikamenten oder nur weil er müde ist, dazu nicht in der Lage ist, er darf das einfach nicht. Und Sie hätten spätestens, als Sie das zweite Mal eingenickt sind, auch erkennen müssen, dass Sie es nicht mehr können. Deshalb fahrlässige Straßenverkehrsgefährdung und natürlich Körperverletzung hier. Bei der Strafhöhe darf man allerdings sich nicht ausschließlich von dem traurigen Bild der Frau Weppe leiten lassen. Man muss auch, um im Rahmen zu bleiben, den Fall vergleichen. Wenn jetzt jemand unter Alkohol gefahren wäre und es wäre nichts passiert, dann hätte er vielleicht 50 Tagessätze bekommen. Und wenn jemand unter Alkohol jemand anderen bei so einem Unfall in den Rollstuhl gebracht hätte, hätte derjenige sicherlich eine Freiheitsstrafe ohne Bewährung bekommen. Und Ihr Fall liegt irgendwo in der Mitte. Der Vorwurf, müde zu sein, ist ja doch ein anderer als der Vorwurf, alkoholisiert zu fahren. Deshalb hier zwar Freiheitsstrafe, aber eine, die noch zur Bewährung ausgesetzt werden kann. Bewährungsauflage 6.000 Euro an die Staatskasse, Bewährungszeit 3 Jahre. Dann wird noch die Fahrerlaubnis vorläufig entzogen und der Führerschein wird beschlagnahmt. Fahrerlaubnisentzug ist natürlich zwingend. Herr Seelhoff, bitte, haben Sie einen Führerschein dabei? Ja. Ja, dann geben Sie ihn gleich ab. Und im Übrigen mag ich dann auch nichts hören von wegen, ohne meinen Führerschein ist meine Existenz gefährdet. Sie haben hier nämlich eine Existenz ruiniert. Schauen Sie sich die Frau Weppe nur an. Und Ihnen, Frau Weppe, kann ich trotz allem nur wünschen, alles Gute für Ihren weiteren Lebensweg. Gegen das Urteil können Sie Berufung oder Revision einlegen. Die Sitzung ist geschlossen.